Alle kennen sie, die meisten lieben sie. Castingshows. Eine ideale Plattform für den Karrieredurchbruch schlechthin. It's Showtime hieß daher das Motto, das beim Dienstag in der Zentrale der Steirischen Volkspartei für einen riesigen Andrang an Besuchern und der steirischen Medienwelt sorgte. Gemeinsam mit Moderator Udo Huber diskutierte die prominente Expertenrunde über den Sinn von Talentshows im Fernsehen. Ich halte viel davon, weil ich einfach glaube, dass die Leute auf die Art und Weise eine Möglichkeit bekommen, im Fernsehen aufzutreten. Ich wüsste auch keine andere Sendung. Ich glaube auch, dass selbst aus der Staffel, in der ich jetzt dabei war, zwei oder drei durchaus ins Geschäft kommen werden. Auch zum Beispiel in der Volksmusik, diese Grabenlandsburm. Ich glaube schon, dass die weiterbringen. Ich glaube ganz einfach, dass Fernsehen in Österreich, auch öffentlich-rechtliches Fernsehen, meiner Meinung nach gewisse Funktionen, ich würde auch sagen Verpflichtungen hat. Und ich könnte mir da mit meiner Fantasie viel mehr Dinge vorstellen, als einfach nur auf die Karte Castingshows zu setzen. Weil wie man sieht, ist ja da offenbar zum Teil ist schon wichtiger, wer in der Jury sitzt, als welche Leute auf der Bühne stehen. Und um die Leute auf der Bühne soll es aber eigentlich gehen. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Talente in Österreich. Und ich weiß das auch und man muss halt aber auch in Clubs gehen und man muss halt auch abseits der Mainstream-Szene gehen, um das alles zu sehen. Und diese ganze Szene findet überhaupt nicht statt im Fernsehen. Als Jurymitglied der diesjährigen Talentshow Die große Chance ist Peter Rapp auf diesem Gebiet ein wahres Urgestein, der aber auch selbst als Kandidat auf dem Tanzparkett seine Erfahrungen gemacht hat. Ich habe einmal getanzt in Dancing Stars, das ist lang her, fand ich ganz lustig. Ab der vierten habe ich gehofft, dass ich rausfliege und das habe ich dann auch geschafft, weil ich schon zu müde war vom Training und jetzt habe ich das eigentlich mit den Kollegen auch ganz lustig gefunden. Ich habe gute Erfahrungen mit Castingshows. Für viele Kandidaten bieten Castingshows ein ideales Sprungbrett für einen vielversprechenden Erfolg. Die schrille Künstlerin Conchita Wurst spricht dabei aus eigener Erfahrung. Wäre ich nicht zur großen Chance gegangen, hätte ich ganz, ganz viele Chancen nicht bekommen. Also ich wäre nicht eingeladen worden, teilzunehmen beim Song Contest Vorentscheid. Ich wäre hier nicht gewesen. Ich hätte wahnsinnig interessante Menschen wie Jean-Paul Gaultier, Stefan Raab, Harald Glöckler, hätte ich alle nicht kennengelernt, wäre das nicht passiert. Mir wurde die Chance geboten, zu lernen und zu wachsen und die habe ich genutzt. Und man wächst und lernt natürlich nie aus. Aber das war mal so der erste Kick-off. Der eigene Erfolg kann also so gut wie vorprogrammiert sein. Von welcher Dauer ist jedoch stets ungewiss. Zu oft können die eigenen Erwartungen und Hoffnungen dabei zerstört werden. Das hat damit zu tun, dass sie meiner Meinung nach zu wenig vorbereitet sind, dass das alles nur ein Spiel ist. Ja, sozusagen, dass das nicht die richtige Welt ist und dass selbst wenn man da viel Aufmerksamkeit hat, man trotzdem noch dran arbeiten muss, wenn man eine Karriere haben muss und nicht, dass es nicht so weitergeht, wie wenn man halt in der Castingshow gewinnt. Also mich berühren so Dinge, dass ich dann höre, dass Teilnehmer von Castingshows depressionskrank werden oder gar Selbstmordversuche machen etc. Das gibt's. Wenn man Erwartungshaltungen hat, die dann nicht eintreffen, dann kann man sehr, sehr gekränkt sein. Also wenn der Charakter schon so verankert ist, sich an etwas festzuhalten und etwas zu manifestieren, das dann nicht eintrifft, dann kann man daran zerbrechen. Man muss sich selbst treu bleiben, egal wie man sich darstellen möchte. Man muss sich in dem gut fühlen, wie man sich anzieht, wie man sich stylt, wie man singt, wie man, also es muss alles einfach richtig sein, weil sonst blockiert man sich selbst und dann kann das einfach nichts werden.